Und damit, Ladies und Gentlemen, Boys und Girls und ihr alle anderen da draußen, das Kapitel des Dämonikons, heiße ich euch herzlich willkommen zu Wim Medium. Machen wir doch glatt weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Da freue ich mich schon drauf. Weil ich wollte es ja eigentlich nur anspielen. Allerdings, uff, ist das mega spannend geworden. So, mal gucken. Genau, da habe ich ja das letzte Mal aufgehört. Wie viele Save... 3, 4, 5, 6, 7. Genau, ich muss gerade mal nachgucken. Genau, wir sind ja durch das Minen. Nee. Minenschacht kann ich nicht unbedingt sagen. Aber da haben wir ja auf alle Fälle das letzte Mal aufgehört. Und da werden wir auch weitermachen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Tag. Einen stressfreien Tag gehabt. So, okay, ich sehe gerade, ich bin vielleicht ein bisschen dunkel, aber das liegt daran, dass ich den Roller noch etwas unten habe. Ganz einfach aus dem Grund, die Sonne knallt sonst brutal rein. So, fertig geladen hat's. Und genau, hier haben wir ja aufgehört. Wir haben Trauer, beziehungsweise Lilly hier getroffen. Und sie hat gesagt, sie kennt uns von früher. Was uns verbindet, ist das rote Haus, das wir untersuchen sollen. Kann ich das hier nicht irgendwo nachschauen? Finde das rote Haus, genau. Wir können jederzeit zwischen den Welten hin und her wechseln, über den Spiegel. Eine Taschenlampe haben wir, noch einen Bolzenschneider. Okay, Notizen, Sonstiges. Okay, Tagebuch des Mentors, Postkarten des Hausmeisters. Unheimliche Zeichnungen, okay. Und Fotos. Alles klar. Tja, auf alle Fälle. Ich muss mich erstmal kurz wieder mit der Störung vertraut machen, okay. Okay, das war Geistwandern. Das hier war Einsicht. Und das war Sprinten. Alles klar. Gut, jetzt schauen wir uns oben den Wald und unten die Geisterstätten an. Und ich glaube, ich höre ein Echo. Hoi, Madel! Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut, bist gesund und munter und hattest nicht so einen stressigen Tag. So. Ah, hier bin ich richtig. Now you're a hard-working man who could probably use a well-deserved smoke. It's Francis, right? Excuse me, but who are you exactly? No, just a guy looking to do the right thing. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? I imagine others would call you something else entirely. Ich glaube, die Stimme, wenn ich die richtig im Kopf habe, gehört zu Thomas. Ja, das tut man doch gern. Ja, ja, ich hatte heute auch einen recht angenehmen Tag. Eigentlich ganz super. So, schauen wir mal. Oben Puppen. Ich mag keine Puppen. Und unten. Nicht stark genug, oder? Sprich, wir müssen. Wir müssen eine Puppe finden, also. Ach. Ich höre schon wieder ein Echo. Ne? Hier. Are you looking for this little girl? I'm sorry, but
Father doesn't like it when I talk to strangers. Smart man. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away, or I'll scream. Clever girl. Moment. Dann war es nicht die Stimme von Thomas, aber wer war das dann? So, schauen wir mal. Ah. Hell's Angel. Oh. Mein kleiner Hell's Angel. Ach, schön. Ach ja, da unten steht's auch dran. Okay. So. Auf jeden Fall, wie vorhin gesagt. Thomas. You were here. This was your place. Wir haben ja beim letzten Male Lily hier gefunden, die uns gesagt hat, sie kennt uns von früher. Wir müssen uns erinnern und dazu müssen wir das Rote Haus aufspüren. Und ich bin sehr gespannt, was es damit zu tun hat. Ich mag keine Puppen. Vor allem keine Porzellanpuppen. So. So, jetzt haben wir aber genügend. Dass wir hier die Kräfte nutzen können. Ich meine, ich habe ja allgemein nichts gegen Puppen, aber ich sag's mal so. Meine Tante ganz früher hatte eine unglaubliche Sammlung von Porzellanpuppen. Das war schon ein bisschen gruselig. Und seit Project Zero 2 Crimson Butterfly sollte man Puppen fürchten. Na, wo ist das Echo? Etwas Kaputtes. Das lese ich gleich erstmal, das Echo. Wo ist das Echo? Ich höre das Echo. Jetzt, ob das hier irgendwie wäre. Ach da, okay. You're one to talk. This was your bright idea. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on. It's almost dawn. One of them. Who are you running from, Thomas? Na, ich sag's mal so. Ich weiß nicht, ob du Project Zero 2 kennst. Crimson Butterfly. Ist es so ein Horror-Game für die PlayStation? Und die abgedrehteste Geschichte davon war, ein Puppenmacher hat ein Ebenbild geschaffen. Also ein Puppen-Ebenbild von einer Tochter, damit sie sich nicht allein fühlt. Und irgendwie wurden die Seelen dann irgendwie transferiert. Das ist irgendwie so ein Horror-Game. Oh, noch ein Einblick. Ah, hier. July 27, 1983. The Gemini case. The investigation is moving along, but I think Rekovich is starting to suspect something. Need to move fast. Tonight's the night. So they knew about Thomas. But how much exactly? And who the hell were they? Ist auf jeden Fall asiatischer Horror. Sagen wir es mal so. Aber ein recht gutes Horror-Game. Also ohne Jumpscares, sondern es baut eher auf atmosphärischen... Nee, das war die falsche Taste. So, etwas Kaputtes. Das wollte ich ja noch lesen. Und, ja. Richard, wie konntest du das tun? Wie zur Hölle kann irgendjemand so etwas tun? Tief im Inneren wusste ich wohl immer, dass mit dir etwas nicht stimmt. Aber das...
Eine steht fest, was auch immer er dir getan hat, was auch immer wir dir angetan haben, du hattest verdammt nochmal verdient. Vielleicht war das die Stimme von Richard, aber ich glaube eher weniger. So, Frage, kann ich hier runter? Oh, sicher jetzt erst. Da hängt was. Ah, okay. Es ist ein Motor. Ich dachte, es wäre jetzt jemand, der erhängt wurde. Warte, du willst es doch... Lass mich raten, kein Strom? Das war ja natürlich klar. Pinocchio! Okay, nee. Pinocchio ist ja eigentlich kein Horror. Soll ja eigentlich eine Kindergeschichte sein. Von einer hölzernen Marionette, die gern ein Mensch sein möchte. Halt. Komm schon, da lang. Okay, hier gibt's was zum Rekonstruieren. Na komm schon. Ach, komm schon. The spirit of this place. It never stopped burning. So, da waren wir. Runde Nummer 2. Also nichts mit rekonstruieren, vielleicht. Hier gibt's was zum Rekonstruieren. Aber. Huh. Ich werde gerade nicht fündig. Gut, ich mach's jetzt mal so. Da oben. Ich muss... Okay, da ist die Leiter kaputt, deswegen. Ich muss halt so gucken, dass ich irgendwie hochkomme. Nun gut, dann wollen wir mal... Aha. Augen auf beim Meierkauf. So sagt man ja doch. Puh. Gut. Und. Wehe, der Motor kracht gleich auf mich runter. Was? Halt mal, da ist was. Achso, okay. Alles gut. Habe ich ja schon, kenne ich schon. Wagenhebergriff. Okay. So. Halt mal. Oh, hey. A eunuch. Someone's got good taste. Kann ich hier was machen? Scheint aber nicht so. Oder noch nicht. So, erstmal wieder Geisterlicht absorbieren. This looks like it could lift a pound or two. It's missing a handle, though. Okay. So. Und pumpen.
Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt noch einmal hochgepumpt hätte, dann hätte ich mich gefragt, wie weit um Himmels Willen kann man das hochversetzen? Was ist das? The Red House? It was then I knew. This was the place. The answers were right in front of me. Buried among the ashes. There's gotta be something left. Ah ja, Rekonstruierung, da wollen wir mal. Das ist sogar richtig. You think you're tough? When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You beg me to listen. God. There were children inside. Was she? Was I? Jetzt macht das Sinn mit den Verbrennungen, die sie als Kind erlitten hat. Hier haben wir den Benzinkanister. Da gehe ich mal auf 9 Uhr. 12 Uhr. 14 Uhr. God damn freaks. You think you're so special? You burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Okay, let's see who you really are, you fuck. Locked up tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation. Hey, I got an idea. Why don't we... or that? Yep, work too, I guess. Right. What do we have here? Fuck. I knew he was trouble. Security service. That means shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Well, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential. And wanted to harness it. But then... poof. The war's over. In comes the heroic Red Army. And... they locked me up for years. Fucking savages.
They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you? Hurting people, like those scientists! What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were. Free at last, but always on the run. And look at you. Almost made it. But you had to use this power of yours again. And on who? On your best friend, Richard. You had it coming. Yes. I know. You wanted revenge. I understand. I would do anything for my child, too. It takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. See yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! You're still in there, Thomas. Will you show me now? Finally, I thought he'd never give us a chance. Okay, gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. Uff. Vor allem, wer ist dieser Henry jetzt? All work and no play, are you, Henry? All right. Let's see what makes you tick. Drücke X, um die Geisterkraft einzusetzen. No way across. Guess I'll just make my own. Oh! Dauerhaft Schild, dann eine Explosion kann ich machen. Und ich kann per Telekinese. Ich muss gerade mal was nachgucken. Okay, ich habe nichts. Ist okay. Oh, verdammt. Weil ich wollte gerade in meinen Akten nachsehen, ob ich nicht irgendwelche Informationen über Henry habe.
aber ich habe gerade keine Ahnung, wer Henry war. Vielleicht ein Charakter, den wir noch kennenlernen, so wie Francis. Lass mich raten. Thomas versucht jetzt, die zu retten und schafft es aber nur, Marianne zu retten. Das wäre zumindest gerade meine Vermutung. Weswegen Thomas auch Marianne kennt. Hoi, Theron! Das kann auch sein. Weil ich habe gerade überlegt, oder ich hatte noch überlegt, ob Henry nicht vielleicht Francis wäre. There you are. At least the part of you I'm after. Sag bloß, dass jetzt Marianne. Schauen wir mal. Case File. Fallakte. Nummer 73523. Codename Metzger. Verdächtiger Jacob Wilk. Verdacht auf Diebstahl, Betrug, illegalen Handel. Ermittler Henry Wilk, Oberwachtmeister. Oha. Dann ist Henry also Henry Wilk. Tonband. Aber sonst nichts, nehme ich an. Abgeschlossen, oder? Ja. Ja, das war ja klar. Und sonst kann ich hier, glaube ich, nichts machen. Ich schau mal kurz mit Einsicht noch nach. Nicht, dass ich irgendwie was übersehen habe. Aber. Ja, ich habe was übersehen. So, jetzt. Und Action. Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry. Okay. Noch kann ich euch beiden auseinanderhalten. Ist auch ganz easy. Tyrion ist das Schwert für Moderator und Madel ist die mit der Krone, sprich Prinzessin Madel. So, ich bin mal gespannt. Halt mal. Oh, zum Glück ist das vorbei, Tyrion. Zum Glück ist das vorbei. Mit der Migräne. Hm.
Das klingt nicht gut. Irgendwas wandert doch hier rum. Irgend so ein riesiges Monster. Oh Mann. Theron, darfst du aber nicht vergessen. Du musst auf einem Ross angeritten kommen. Das macht man ja eigentlich so bei Prinzessinnen. Dann brauchst du auch noch so blondes Haar und Dauerwelle, Theron. Irgendwie sowas. Okay, alles gut. Ich glaube, ich lasse mal mein Schild aktiviert. So, was jetzt? Ich glaube nicht, dass ich kämpfen kann, deswegen glaube ich, dass ich fliehen muss, falls es jetzt so sowas kommt. Ich dachte schon, was ist das denn? Warte, ich schau mal kurz nach. Haha. Okay. Also Theron, denk daran, du brauchst ein edles Ross, du brauchst blonde Haare, mit so Lockenwickler drin, irgendwie so Dauerwelle-mäßig vielleicht. Muss dann zum Madel angetrabt kommen. Ration Stamps. Okay, Rationsgutscheine wahrscheinlich. Polish People zu... Ja, das sind irgendwie so Rationsgutscheine, Coupons aus dem Krieg, vermute ich mal. Madel hat gesagt, ihr gefällt die Vorstellung, also. Das kann ich dafür. Ich bin nur der Vermittler. Ach. Das ist eine Metzgerei, mehr oder weniger. Hier werden Schweine. Versperrter Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Kegel ausweichen muss. Oder ob mich das nicht betrifft. Halt. Zurück. Na komm. Funzel weg. Ich sag, der Funzel weg. Jetzt. Oder wir traben in Henrys Erinnerung. Bad boy! Au, okay, das tut weh.
Don't you hide from me. There you are. Verdammt. Also hier fresse ich Schaden. Kann ich vielleicht mit dem Schild durch? Bad boy! Fuck! Oh. Shit! Shit! Shit, not good. Not good. Okay, komm zur Ruhe. Wenn das geht. Dammit! Aber alles gut. Where are you? Come here! Shit! Shit! So. Durchschnaufen. Faber muss wieder herkommen. Ah, ist das hier eine Sauerei? Ah. Also ich sag's mal so. Ich bin ja eigentlich auch ein Allesesser, aber wenn ich sowas sehe... Bad boy! So. Na, dann schauen wir mal. Meet me at Meat World. Uff. Na. Jetzt. Na. Jetzt. Gut, hier gibt's nichts und ich kann nicht entlang. Dann weiter. Okay, hier rüber balancieren. Hier ist gesperrt. Okay, gut. Ich will jetzt wenigstens ausgetestet haben. Nicht, dass ich da irgendwie was übersehe. Eieiei. Ich muss echt aufpassen. Dann muss man auch mit dem Stick ein bisschen die Balance halten. Von wegen, okay, ein bisschen nach rechts oder nach links, je nachdem. So. Was haben wir hier alles? Uff. Ruhige Hand, gleichmäßige Bewegungen gegen die Faser, immer dagegen, nie mit ihr, immer dagegen, nie mit ihr. Und hier, was haben wir hier? Ah! Gut, jetzt können wir auch die eine Barrikade aufbrechen. Na. Ach, hier lang muss ich. Wow. Vor allem, das erinnert mich ganz früher an meine Lehrzeit. Junior Chef und ich
unterwegs gewesen zu einer Metzgerei, ja, deren Lüftung funktioniert irgendwie nicht richtig. Und so weiter. Where are you, boy? Und ohne Witz, wir haben uns mal die Lüftungslage dann, Lüftungsanlage angeschaut. Ihr wollt nicht wissen, was da oben drin war. Da waren vergammelte Innereien von Tieren drin. Und wie die da hochgekommen sind, weiß ich bis heute immer noch nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Das war wirklich extrem widerlich. Vor allem, als wir dann fertig waren. Ja, kommt hier. Frisch geschlachtet. Kriegt hier, Ding. Oder was heißt frisch geschlachtet? Frisch zubereitet. Kriegt hier... Keine Ahnung, was das war. Irgendwas mit Schwein? Uah. Nee, da konnte ich echt nicht... Ich konnte echt nichts essen. So ist es allgemein auch widerlich, wenn man sowas auf einmal irgendwo vorfindet. Ich meine, ich bin ja normalerweise abgehärtet, was sowas betrifft. Ich wollte gerade sagen, das ist doch derselbe Ort. Mit dem Ton, wo hier doch Tonband war. Bloß es sind hier jetzt... That's good. See how easy it is when you do as you're told. Yep, wir sind wieder am selben Ort. Auf alle Fälle, ja. Ich habe schon einiges gesehen, selbst in Bayern, in München beim Virtualienmarkt, damals mit meiner Ex. Abgetrennte Schweinsköpfe und so weiter. Und sie hat dann gesagt, oh, daraus kann man leckere Schweinshirnsuppe machen und so weiter. Wo ich sagte, boah, nee, du ohne mich. Ich bin kein Fan von Innereien. Two Worlds Daily News. Patriotismus stärker als Blut. Man wird nicht auf Zeuge von Patriotismus, wie er in den vergangenen Wochen von Oberwachtmeister Henry Wilk an dem Tag gelegt wurde. Als einfacher Beamter der Bürgerpolizei zeigte Wilk sein Engagement für den Aufbau einer gerechten Zukunft der Volksrepublik, indem er sich den kriminellen Machenschaften seiner Verwandtschaft verweigerte. Seine heikle Untersuchung in Sachen des inzwischen berüchtigten Fleischskandals führte zu einer Reihe von Verhaftungen, darunter auch Jacob Wilk, Henrys eigenem Vater. Zu den Unregelmäßigkeiten... Doch Unregelmäßigkeiten, die von Wilk aufgedeckt wurden, gehörten Korruption sowie Diebstahl von hochwertigen Fleischprodukten und deren Ersatz durch minderwertige. Neben Jacob Wilk wurden zahlreiche weitere Täter festgenommen, darunter 4 Direktoren des staatlichen Fleischhandels und mehrere Geschäftsführer. Der Prozess soll am kommenden Donnerstag beginnen und wenn die Angeklagten ihre Verbrechen für schuldig befunden werden, droht ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Galgen. Auf Nachfrage um einen Kommentar antwortete Henry Wilk einfach: Ich tat nur, was sich gerecht anfühlte. Wahrhaftig die Worte eines Patrioten. Okay. Ausweis AB Nummer 89121, ID 53 06 32, ausgestellt 28.07.1979, gültig bis 31.12.1990. Innenministerium Henry Wilk, Agent des Sicherheitsdienstes. Warum habe ich so ein bisschen Tobey Maguire im Kopf gerade bei dem Bild? Oh boy. Kurz mal was nachschauen. Ja, ich wusste es. Jedes Mal, wenn ich kurz raustapp. Ach, weil ich dachte gerade, warum läuft das nicht flüssig?
Wie war's? Woran erkennt man, dass das Sonntagsbraten frisch war? Du hast auf Schrotkugeln gebissen. So kenne ich das eigentlich noch. Sag mal, hier gibt's noch was. Aber nicht hier. You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works out. So, was haben wir hier noch? Okay, Tonband brauchen wir anscheinend wieder. Aha. Ja gut, ich trinke ja auch meinen Kaffee. Ja, aber ich konnte nur an dem Tag halt kein Fleisch essen. So, nach ein, zwei Tagen ging's wieder. Wilk, is it? Henry Wilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. See their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. Aber ich kannte das auch von meinen Ex-Nachbarn. War eine sehr nette türkische Familie. Wenn da, ich sag's mal so, einmal im Jahr gingst du zu ihrem rituellen Schlachten. Zumindest war es so. Und die Tochter von meinen türkischen Nachbarn haben uns dann immer ein halbes Kilo Rindfleisch gegeben. Ganz frisch. Ich kenne mich damit nicht mehr so groß gut aus. Nicht Ramadan, Quatsch. Aber als halt geschlachtet wurde, auch Schafsfleisch hat man mal bekommen. Aber, boah, ich sag's mal so, das Fleisch ist ziemlich schnell. Hat man es nicht sofort verarbeitet, konnte man das Fleisch schon fast wegwerfen. Ach, der Abschluss von Ramadan. Ah! Okay. Hab ich es doch noch richtig in Erinnerung gehabt. Weil das sind einmal im Jahr immer, nachdem fertig war, sind sie zu ihrem Schlachter gegangen, haben das bezeugt, bei ihrem Schlachten. Und dann habe ich immer, ganz frisch Rindfleisch bekommen, mal auch Schafsfleisch. Aber wie ich schon gesagt habe, hat man das nicht schnell genug verarbeitet. Oh, dann hat es schon etwas zu riechen begonnen. So, ich bin auf alle Fälle hier auf dem richtigen Weg. Ah, hier lang. Und weg damit. Vor allem, wo bin ich hier? Ich denke mal, das ist Henrys Gedankenwelt. Aber es sieht fast so
Ja, Bürokratie, ja. Have you ever heard of Neva? Spezialauftrag für Major Henry Wilk. Eine Zielperson wurde im Neva-Volksressort bei Krakau gefunden. Örtliche Ermittler hatten über einen seltsamen Fall berichtet, in der Maler vertraulich verwickelt war. Die Person wurde lebend aufgefunden, allerdings in einem vegetativen Zustand. Es wurde der Verdacht auf ein Verbrechen geäußert, aber die Untersuchung ergab keine Anzeichen eines Hirntraumas. Mögliche Verbindung zum Gemini-Fall. Mehr Informationen in den vertraulich Akten. Alles muss sauber bleiben und leise. Dafür wurden sie ausgebildet. Anmerkung: Ich empfehle dringend, dass Sie sich mit den Notizen der sowjetischen Wissenschaftler vertraut machen, in deren Besitz wir während vertraulich im Jahre 1950 gekommen sind. Ihnen wurde Zugriff auf den Archiveintrag Nummer 1138 gewährt. Das ist nur für Ihre Augen bestimmt, Wilk. Machen Sie das Beste daraus. Melden Sie sich zur weiteren Einweisung beim Sachbearbeiter. Also, wenn Schaf und Ziege, dann eher Schafskäse und Ziegenkäse. Ich könnte echt mal wieder Schafskäse und Ziegenkäse holen. What's this? Weil, das habe ich, wo Tero mal bei mir war, habe ich sie mal mit in die Großstadt genommen und dann in die Markthalle. Und dann kriegst du ja alles Mögliche. Du kriegst von allem etwas, asiatische Produkte. Norddeutschland kriegst du Fisch und so weiter. Du kriegst auch aus der Türkei, Indien, was noch, Balkan und so weiter. Und da habe ich mir auch am Käsestand Ziegenkäse, Schafskäse geholt. Oh, lecker. Und Kolbas und so weiter. Richtig gut. Sitzung Nummer 42. Das Objekt manifestiert weiterhin starke übernatürliche Kräfte. Er behauptet, dass ein anderer vertraulich mit ihm spricht und Visionen zeigt. Arbeitstheorie: vermutete Verbindung zu vertraulich, möglicherweise als Resultat einer Nahtoderfahrung. Weitere Tests sind notwendig, um diese Split-Theorie zu bestätigen. Dann hatte Marianne also auch eine Nahtoderfahrung, weswegen sie gleichzeitig materielle und spirituelle Welt betreten kann. Wenn ich das richtig verstehe. Okay, es wird gespeichert. Damn it! Macht nicht sowas mit mir. Testsubjekt Nummer 3, Sitzung Nummer 43. Die heutige Sitzung wurde wegen eines Zwischenfalls in der Testkammer vorzeitig abgebrochen. Während der Verabreichung der verschriebenen Substanzen kam der leitende Wissenschaftler Dr. Vertraulich in Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Versuchsperson. Dr. Vertraulich wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Obwohl er keine Anzeichen eines physischen Traumas zeigte, verfiel er in einen vegetativen Zustand, von dem er sich bis dato nicht erholt hat. Weitere Sitzungen werden auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Entweder das Testsubjekt könnte Marianne sein oder Thomas. War meine Firma. Ja, so Bauernmarkt, Naschmarkt, Markthalle. Lieber blätter ich da mal ein paar Euro mehr hin. Und hab ganz frisch Käse, Wurst und so weiter. Von guter Qualität, als immer aus den Fertigpackungen. Man muss sich auch mal was gönnen. So, was haben wir hier? Testobjekt, Sitzung Nummer 44. Erinnerung für die heute stattfindende Sitzung.
Trotz der erhöhten Dosis bleibt das Subjekt extrem gefährlich und muss für die Dauer des Tests sowohl körperlich als auch geistig eingeschränkt werden. Es gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Uff. Glückwunsch, Tyrone! Vor allem bin ich da auch mal gespannt, was mich noch erwartet bei TSO. Here he comes. Hope it fucking hurt. Okay. Und ich dachte schon, ich wüsste das eventuell im richtigen Moment. Genau, Madel. Genau. So nicht anders. Kann man zumindest so machen. Vor allem mein Zeno hat ja auch einen ganz interessanten Metzger im Schwarzwald gefunden. Der bestellt da auch mal was und holt es dann dort ab. Ganz frisch. Wildschweinsalami! Huh. Hirschsalami und so weiter. Da zahlt er für ein Kilo über 20 Euro, aber er hat auch schon 140 oder 160 Euro hingeblättert. Für alles Mögliche. Ich habe selber mal davon probiert und... Boah, das ist mal echt was anderes. Na komm. Gott. Ich sehe es doch kaum. Ich muss irgendwie vor dem Vieh noch flüchten oder gegen das Vieh antreten. Und so wie es aussieht, muss ich hier lang, oder? Ja, hier lang. Oder das. Weil ganz früher hatte meine Großmutter hatte selber einen Garten gehabt. Salat aus dem eigenen Garten. Oder Himbeeren, Erdbeeren. Selber gepflückt, gewaschen und daraus Quark gemacht. Ganz anders als... Und... And stay the fuck down. Ich glaube kaum, dass ich diese Kreatur irgendwie Schaden zufüge. Dass es so eine Art Schutzmechanismus ist. Echt? Oha. Ja gut, was ich noch weiß von damals. Virtualienmarkt gewesen. Und habe Bio-Gummibärchen mal mitgehen lassen. Eine kleine Packung. 100 Gramm. Für 4 Euro dachte ich auch. Oha. Aber gut, wird schon Qualität sein. Das Zeug hat nach gar nichts geschmeckt. Das war... Seltsam. Mom, Daddy and me... Wow. Mama, Papa und ich.
Kind im Rollstuhl, der Vater, der hat links und rechts am Kopf so rote Striche, wahrscheinlich, weil er wütend ist. Weil der Sohn unnütz ist. Ich weiß es nicht. I'm going away tonight. Business trip, short notice. Couldn't be helped. Jetzt bin ich gespannt, was rauskommt. Say goodbye to him. I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. Then again, maybe I should. Do you think I should? Whatever you wish, dear. Nee, dann war das wahrscheinlich Henrys Sohn mit der Zeichnung. Okay, was zum... Simon? Where are you, boy? Nix, was ich... Dad? Oha. Are you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, we can go fishing. You'd like that, wouldn't you? Es war sowas von klar. Es war sowas von klar, dass das passiert. I don't like it when you go. I know. But sometimes. Good for all of us. You understand? Das könnte ich fast hier mit Sea of Solitude in Verbindung bringen. Der Junge. Yes, Father. Entfremdet oder man entfremdet sich so ein bisschen, glaube ich zumindest. Und rein hier. Aha. Tolle Antwort. Don't worry, kid. This will all be over soon. Ich glaube, mir würden 20 Euro in der Woche ausreichen. Für eine Person. Weil ich sag's mal so, ich bin eigentlich nicht so der große Esser. Beziehungsweise bin sehr pflegeleicht, was Essen und so betrifft. Weil einmal habe ich auch für 50 Euro Zeug eingekauft. Und konnte fast die Hälfte davon wegschmeißen. Aber auch nur fast. This is it. You made it. You're just in time. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say? What the hell are you? What exactly were you hoping to find here? A guilty conscience? There is no child. There is only me. Doom lässt grüßen. Oh,
tricks won't work on me, old man! Zwei Theorien. Entweder Marianne ist Lilys beste Freundin von damals gewesen, oder Thomas hat eine zweite Tochter und Marianne ist die Tochter. Dass Lily und Marianne Geschwister sind. Damn. I remember. Him. It was always him. Thomas. Thomas is gone. You're too late, girl. It's you. You tried to kill us. Henry. What did you do to her? What did you do to Lillian? I was already dead. Your father made sure of that. Thomas Rekovich. My father.
he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? To me. Puh. Also doch, sie ist die Tochter von Thomas und auch wahrscheinlich die Schwester von Lillian, also von Lily. Aber wer war das Mädchen im Intro? Das Mädchen am Pier. Weil alles begann mit dem toten Mädchen. War das vielleicht eine Auslese nach dem Motto, welche Gabe bei wem stärker eintritt? Das vor Schreck das Spiel abgeschmiert. Das ist doch unglaublich. Und ich habe mal wieder, ja, keinen Zugriff auf die Maus. Wow. Ey, uff. Vor allem, ich sehe gerade. Ah, jetzt. Wow. Aber trotzdem, Maus wird mir nicht angezeigt. Gut, selbes Spiel wie vor 2 Tagen. Ich werde kurz PC neu starten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, doch. Klingt nach einem Plan. Dann würde ich sagen, bis gleich.